So, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Platin. Wir sind hier in der Kampfzone, wo ich letztes Mal mir die Kampffabrik ausprobiert habe mit epischen Pokémon. Ja, der zweite Kampf, ich habe ihn gewonnen. Karpilz hat das super gemacht. Jetzt können wir ein bisschen hoch. Hier kommt man erst durch. Hier standen ja vorhin noch zwei Trainer, als wir ankamen. Also, für mich vorhin, für euch vorgestern. Hier standen zwei Trainer, als wir ankamen und, naja, die verschwinden erst, wenn man den nationalen Dex hat. Den haben wir ja. Also, kommen wir hier durch. Auf der anderen Seite kann man auch irgendwo raus, aber ich weiß gerade nicht wo. Irgendwo übers Wasser, glaube ich. Ist ja auch egal. Denn ich möchte so schnell wie möglich zum Überlebensareal. Areal, genau, mit I. Voll richtig hier, Rechtschreibung und so. Braucht man eh nicht. Einen von euch muss ich wohl besiegen. Und ja, im Überlebensareal werde ich auch nicht lange bleiben, sondern möchte direkt weiter zum Karlberg. Auf das die Story endet, sag ich mal. Dort können wir halt noch eine Legende uns einverleiben. So platt machen. Und ja, danach dann werde ich mich wohl auf die Suche nach den anderen Legenden machen müssen. Lamus! Mensch, lang ist's her. Gerade noch in der Kampfzone gesehen. In der Kampffabrik. Gut, Lamus. Hey, lebt er noch? Ah. Ganz blöde Sache. Das. Komm, das muss reichen. Lamus, du bist scheiße. Warum probierst du nicht mal mit Erdbeben? Das ist so die Frage, die man sich stellen sollte. Warum eigentlich nicht? Oder mit Nahkampf? Na gut, Tagelieb hat man nur 10-mal. Volltreffer? Oder so? Nee. Und Panzerschutz gleich nochmal. Das läuft ja großartig. Dieses Lamus hier ist natürlich voll auf die Defensive, die wir nicht durchbrechen können, weil physisch Angriff und so. Lamus lebt ein bisschen gefährlich, finde ich hier allerdings natürlich, weil ein Volltreffer und das wäre weg. Aber den muss man erstmal schaffen, ne? 12% sind nicht so viel. Waren das 12? Ich glaube, die Chance lag bei 12,5% Volltreffer zu machen. Aber, naja, ne, das, man kennt es ja. Manchmal schafft man 3 Volltreffer in Folge. Wobei gar nicht wahr. Da fehlt man halt auf dunkle Klaue, erhöhte Volltrefferchance. Wie viel sind es dann? Naja. War echt 12,5% so viel? Naja. Wir können ja sehen, wem geht was zuerst aus. Dir dein Tagedieb oder mir meine Dunkelklaue. Es wird dein Tagedieb sein. Da kommst du tatsächlich mal zum Angriff. Ja, gut. Das tat zwar ganz schön weh, aber ich denke mal, na, da war er endlich. Der Volltreffer. Ich habe doch nur darauf gewartet. Und Psycho besiegt. Mal gucken, ich habe noch ein Highlight-Item. Bestimmt. Da. Und jetzt erfahre ich, dass ich hier gar nicht hin musste, oder wie? Sieht nämlich gerade so ein bisschen danach aus. Na, so geht's auch. Okay. Gibt also wahrscheinlich 2 Wege. Oder auch nicht. I'm confused. Mein Georock.
Ach komm, Georg, ich besieg dich jetzt fürs Level ab. Aber auch nur fürs Level ab, der Rest ist mir egal. Weil dann sind wir Level 70, das sieht wunderschön aus und so und ne. Baumkuchen. So, hier hoch und wo bin ich jetzt? Ich setze erstmal einen Schutz ein. Weil ich habe jetzt hier gerade kein. Bock auf wilde Pokémon, die müssen ja nicht sein. Wild Trainer. ich würde mal so sagen, ich bin hier so weit von völlig falsch, aber ich habe auch keinen Schimmer, wo ich überhaupt bin. Nein! Verdammt. Möglicherweise bin ich hier doch nicht so falsch. Übrigens sieht das wohl relativ richtig aus. Osttrainer Kai. Starmie. Ah, das geht schon. Im Überlebensareal. Wer weiß ich gar nicht, gab es da Pokécenter? Ich glaube schon. Na klar, man könnte ja dahin fliegen, dann gibt es sogar ein Pokécenter da. Das bedeutet, ich kann. Aber Pokécenter ist scheißegal, ich bräuchte ja, wenn dann eher einen. Na, wobei gar nicht mal, ich muss der AP vielleicht wieder erfrischen. Aber ein Markt wäre vielleicht nützlich. Watz, 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 watz. Stirb, wie brava. Brava ist komisch. Weil wir haben erst Knacklion, das ist eine Ameisenlöwe, dann Vibrava, das ist eine komische Libelle, und dann Libeldra, das ist ein Drache. Eine sehr, sehr seltsame Evolution. Items werden ignoriert, ich muss vorwärts. Aber nicht hierhin. Dubios Disk, cool, wir könnten unser Porygon entwickeln. Erst mit dem Upgrade, was wir, glaube ich, irgendwo bekommen haben, zu Porygon 2, genau. Und dann mit der Dubios Disk zu Porygon Z. Naja. Geht schon klar. Oh, Pinsir. Stehe, Pinsir. Jo, dachte ich mir. So ein Flammenblitz tut jedem weh. Und eine Pinsir ganz besonders. Landhund, gut, dem wird ein Flammenblitz nicht wehtun. Obwohl, eigentlich schon. Aber wozu habe ich Nahkampf? Ja, ja, Landhunds Schwäche ist irgendwie so die Verteidigung. Okay, ein Landhund weniger. Es sieht komisch aus. Es sieht so aus, als wollte es einen in den Arm nehmen, so wie es die Hände ausgestreckt hat. Oder Flossen oder was auch immer es ist. Irgendwie putzig. Wobei, ist schon etwas komisch, weil diese Anglerfische, worauf Landhunde basiert, sind ja eigentlich so ein bisschen creepy. Und jetzt siehst du so einen Landhund mit einem freundlichen Lächeln und was so offenbar sagt, komm umarme mich. Da weiß man jetzt nicht, was man von halten soll. Die ganzen Bären, die hier rumliegen, gehen mir so, oh, es war der Marsch vorbei. Ja, ich bin richtig. Oh, finde Supertrank. Benutze Supertrank. Ja, Schutz wirkt nicht mehr. Das ist nicht so schlimm. So, einmal Heili, Heili, Machi, Machi. Genau. Genau so. Habe ich da gerade gesagt? Der Moment, wo du realisierst, was du gesagt hast und dich fragst, was? Ey, weg da. Ich geh mal kurz in das Haus hier, frag den Typen da. Da. Nein, das ist Fassade. Oh, ja, gut, mit dem, ja, gut. Ich dachte, du wärst ein Tutor, der sagt, ja, ich kann dir das beibringen, einmal und so. Oh, hier gibt es sogar einen Supermarkt, das wusste ich jetzt nicht. Was? Achso.
Mitglieder? Was für Mitglieder? Immer noch so ein paar Hypertränke mit, die können ja nicht schaden. Ah, und was ich auch gerne hätte, ist. Kann auch nicht schaden. Das war jetzt ein bisschen viel, aber was ich eigentlich haben wollte, ist genau Tapschutz. Denn dieser dämliche Berg ist relativ groß und ich weiß nicht, ob ich mich nicht nochmal verlaufe. Und dann ist so ein Schutz vielleicht auch gut. Ach ja, stimmt, Schutz spricht er gar nicht mehr. Ibitak, guten Tag. Ibitak, guten Tag. Na, das wird sich nicht durchsetzen. Einmal Croxlaw. The Croxlaw. Ich glaube, ich muss hoch. Da steht ein Trainer, also ist eigentlich gut, dass wir hier hoch. Na, wir müssen nicht hoch. So, ich bin sogar im gesamten Kampf ausgewichen, ne? So, voll gut so und so. Genau. Ich möchte relativ kampffrei bitte zu diesem blöden Berg kommen, weil. Oh cool, Schwerschweif. Ja, weil mir das sowieso nichts bringt. Muss ich hier runter? Na, war ja klar, dass sie sich damit umdreht. Muss ich hier runter oder muss ich einen anderen Weg nehmen? Ich weiß doch nicht. Das wäre jetzt aber gut zu wissen. So, Weg kennen ist allgemein relativ praktisch. Und wenn man den Weg nicht kennt, sollte man eine Karte haben. Aber unsere Karte ist mehr so eine Weltkarte, die einfach sagt. Da ist das, da ist das. Musst du selbst gucken, wie du hinkommst. Naja. Die Trainer sollten eigentlich kein Problem darstellen. Man sieht sie gerade effektiv am Beispiel, die sind nicht schwer. Xatu. Xatu ist irgendwie komisch. Es sieht einfach aus wie so ein Totempfahl. Ist wahrscheinlich sogar beabsichtigt. Wo es seine Flügel angelegt hatte, in der dritten war es ja, glaube ich, da sah es wohl noch stärker so aus. Nein, ich will nicht mit dir reden. Ich will da runter. Dankeschön. Wo lande ich denn da? Lass mich raten, falsch. Nein, richtig. Das andere wäre nur ein Item gewesen. Das muss ich hier surfen? Auch ja, ich muss das machen. Ich kenne den Weg doch nicht, das ist doch doof. Das finde ich jetzt schon irgendwie so nicht so gut, ne? Ah, hier bin ich aber richtig. Ich erinnere mich. An irgendwas. An was werde ich schon noch rausfinden? So nicht so Erinnerungen so. Jetzt muss ich gucken, wo ich lang muss. Nein, das ist falsch. Heute! Nach Norden, das ist gut zu wissen. Ja, hier ist noch so eine Sandsturmroute, glaube ich. Die obligatorische Sandsturmroute. Und dann ist hier unten das Dingsbums-Areal, Erholungsgebiet, genau. Da gehe ich aber ein anderes Mal hin. Oder... Was jetzt? Ne, jetzt mache ich ein anderes Mal, weil ich will den Weg hier nicht wieder hochlaufen. Hier ist Ascheregen, cool. Könnte daran liegen, dass wir an einem Vulkan sind, denn der Kahlbeck ist mal wieder der obligatorische Vulkan, den es in Pokémon immer gibt. Das läuft gerade eigentlich ganz gut mit so Trainer umgehen, weil ich keinen Bock zum Kämpfen habe. Oh, du schon wieder. Oi. Oh, wenn das nicht dein bin, ich lange nicht gesehen. Keine Ahnung, was für eine Stimme der hatte.
Du bist auch da geworden, dass du so, nun sogar hier draußen trainieren kannst. Jeder wird stärker und stärker. Was machst du eigentlich hier? Deine Pokémon waren damals auf Level... Ich weiß es nicht. Mehr als 30 kann es ja wohl nicht gewesen sein, oder? Ich weiß nicht, auf welchem Level seine Pokémon damals waren, aber... Was machst du hier? Und dadurch wäre ich mein zu den Pokémon ebenfalls stärker. Jetzt hätte ich gern was zu trinken. Bei so einer Stimme. Das ist mein Meister. Das sind Worte der Wahrheit. Wie? Verstehst du es denn immer noch nicht? Nicht eine Sekunde lang habe ich doch nur daran gedacht, dich als mein Schüler anzunehmen. Ich meine, wenn ich um Attacken gehe, dann bin ich vielleicht ein guter Lehrer, aber... Oh, Meister, nun seid doch nicht so... Halt's Maul. Ihr müsst mich in den Club im Überlebensareal einführen. Wie bin ich nur in so eine Situation geraten? Ganz einfach. Du warst einfach zur falschen Zeit da, wo Pearl war. Wie dem auch sei, Diamond, gehst du zum Kahlberg. Selbst die wilden Pokémon dort sind sehr, sehr stark. Ich hab Schutz, mach dir keine Sorgen. Sind deine Pokémon nicht gut trainiert, wenn sie es dort schon haben? Aber genau diese Herausforderung macht das Ganze auch sehr viel interessanter. Auf alle Fälle solltest du sehr gut vorbereitet sein. Ich muss mich nun auf ein weiteres Turnier vorbereiten. Leb wohl. Wrestling-Turnier oder Pokémon-Turnier? Weißt du, ich glaube schon, dass ich ein wenig stärker geworden bin. Darum bin ich auf dem Weg in die Kampfzone, um neue Herausforderungen... Stimmt! Du bist in die Kampfzone gestürmt. Wieso bist du da wieder rausgegangen? Wie wolltest du irgendwie deinen Vater herausfordern oder sowas? Oder habe ich das falsch verstanden? Naja. Meister wartet auf mich. Ach, was soll's. Was gibt's hier? Ich rechne halt mit dem Free Heal. Was mir auch gar nicht so ungelegen kommt. Yep, Free Heal. Bis zum Berg schaffen wir es aber heute noch, oder? Nein. Das habe ich noch nie verstanden. Du solltest länger ausruhen. Beim ersten Mal dachte ich auch. Okay. Du solltest länger ausruhen. Okay. Du solltest länger ausruhen. Okay, nein. Jetzt, nee. Muss doch nicht sein. Das war jetzt das erste Mal, was ich Smaragd gespielt habe. Echt so. Smaragd gibt es ja auch diese eine... Gibt es auch die eine da, Anstelle gibt es so eine, die das doch genauso macht. Und du solltest dich länger ausruhen. Du solltest dich länger ausruhen. Du solltest dich länger ausruhen. Was willst du? Meine Pokémon sind voll. Hey, wenn das nicht der Mann ist, was hier am Trainieren war, da du gerade trainierst, kann ich dich mir einen Gefallen bitten. Ich möchte, dass du am Kahlberg hier am Morch. Etwas weiter von hier findet sich ein Vulkan, der Kahlberg. Tief im Sonneninneren kann man Stein finden, Magma-Stein. Ich bin nicht gut im Magma-Stein, aber es wird dich sehr wichtig. Er sorgt dafür, dass ein bestimmtes Pokémon noch weiterhin schläft. Doch in letzter Zeit kursieren Gerüchte, dass Vandalen den Kahlberg unsicher machen. Man erzählt sich, dass ein paar Rüpel in Weltraumanzügen dort... Ach so, die schon wieder. Wie, was? Ich? Ich war auf dem Weg zum Pokécenter, da meine Pokémon kaum noch KP besitzen. Wenn du also zum Kahlberg gehst, könntest du... Wäre es auf großartig, danke. Oh. Oh, dann haben sie das auch geändert. Ursprünglich war es nämlich so, dass man AW Naro oder wie auch immer der Fritz jetzt hieß da. Den trifft man ursprünglich erst im Kahlberg, also wenn man gerade so reingegangen ist. Steht er da und sagt, ey komm, wollen wir jetzt zusammen den Kahlberg erkunden, ich such den Magma-Stein. Offenbar ist das Gabels! Oh, ich liebe Gabels, das ist so toll! Guckt es euch an, das ist toll! Ein Herz für Gabels. Gabels. So toll. Mit beiden Fähigkeiten. Also gut, es hat drei Fähigkeiten, aber einer davon ist dann nicht so nützlich, ne? Aber hier Aufheber und Techniker. So schön. Ich mag Gabels. So Knilz ist auch toll. Seine Vorentwicklung ist ja. Knilz hat irgendwie so diesen. Hat irgendwie so einen traurigen Gesichtsausdruck und keiner weiß warum. Aber Gabels. Gabels ist. Scanner. Gabels ist toll! Ich will Gabels! Falls ich nochmal Smaragd spielen sollte, muss ich ein Gabels haben. Wer ist doch nicht ein Let's Replay Pokémon Smaragd? Ich weiß zwar nicht, warum ich das tun sollte, aber... Gabels? Ist Gabels ein Grund dafür? Ich weiß nicht, ob man jetzt hier in der vierten Kammer, glaube ich, keinen Knillzwang. In der Hard Gold Soul Silver geht das, glaube ich, tatsächlich. Allerdings erst im Vatania-Wald, wenn es an die auch irgendwie egal ist, weil dann ist man so weit im Spiel vorgedrungen. Das ist dann irgendwie auch nicht mehr so wichtig gewesen.
Da ist der Karlberg. Jetzt müssen wir nur noch da hinein. Abmarsch! Ach du Scheiße, ihr seid ja echt hier. Ja, aber ob dieser alte Typ es echt drauf hat, ob er Meister Cyrus ersetzen kann? Gute Frage, dieser älteste Sharon mag Commander sein. Ach, der Fritzel! Aber Cyrus ersetzt er nicht. Das ist vielleicht die Chance, mit dieser Team Galactic Sache aufzuhören. Boah, voll die verräterischen Gedanken hier. Ey Mann, spiel euch mir nicht so auf. Ihr seid eine unwichtige Rüpel. Karlberg, Vulkanausbrüche. Tja, beim nächsten Mal. Weiter. Bis dann. Ciao.